So, und da ist er wieder zurück. Jetzt mit den Picks. So sehen meine Picks vorerst aus. Ich habe hierfür jetzt mit 4 Leuten gesprochen, die die Spiele im Vorfeld verfolgt haben, die die Teams eben auch kennen, also die schon länger dabei sind. Man kann noch 2 Tage lang ändern. Ihr könnt einfach irgendwas wieder rausziehen, was anderes reinmachen auf Safe Picks und dann ist es neu. Jetzt gleich ab 18 Uhr hier bei mir im Livestream können wir auch gerne über die Pick'em-Geschichte sprechen und auch generell über das Update. Und ich werde Aktualisierung wie folgt an euch weitergeben. Hier unter dem Video wird in den Kommentaren mein angepinnter Kommentar ganz oben stehen und dort ist ein Screenshot mit meinen aktuellen Picks. Und immer wenn ich daran etwas verändere, aktualisiere ich meinen Kommentar und schreibe Update ganz fett dazu, in Klammern mit dem Datum und der Uhrzeit, ab wann ich was verändert habe und lade euch einfach einen neuen Screenshot rein. Auf dem Screenshot könnt ihr dann einfach nachverfolgen, was sich bei mir verändert hat, beziehungsweise wie schlussendlich die Picks halt zu dem Zeitpunkt aussahen, falls sich was ändern sollte. Wenn ihr euch also ganz sicher nach meinen oder halt vielmehr unseren Picks richten wollt, dann schaut in 1,5 Tagen nochmal bei dem Kommentar vorbei, ob ich irgendwas verändert habe oder wir was verändert haben. Und hier am Ende wie immer der Disclaimer, das hier sind natürlich nur Ratschläge. Ganz am Ende weiß keiner, wie die Teams jetzt dann spielen werden. Es kann sein, dass Cloud9 komplett reinkackt und halt alles verliert. Es ist möglich. Zwar nicht so wahrscheinlich, aber es könnte passieren. Also seid mir bitte nicht böse, falls die Sachen nicht so eintreten, wie wir sie hier eben gepickt haben. Zum Weiterkommen braucht man nur und nur in ganz großen Anführungsstrichen 5 richtige Picks. Ja, also toi toi toi, dass unsere Picks zutreffen. Wir sehen uns gleich im Livestream. Wie gesagt, ab 18 Uhr kommt gerne mit dazu. Heute gibt es übrigens unter anderem diesen Zeus-Skin bei uns im Livestream-Giveaway. Also rankommen, im Giveaway mitmachen und natürlich auch gerne mitspielen. Bis gleich.